Herzlich willkommen zurück zum Kerbal Space Program. Bevor es mit der Show losgeht, eine kleine Ankündigung. In den kommenden 5, 6, 7 Videos, muss man mal schauen, wie lange es dauert, werden wir die Kerbal Spirit Station zusammensetzen. Das heißt, wir haben eine Menge Docking vor uns, wir haben eine Menge Node-Berechnungen vor uns und wir werden sehr oft in den Orbit fliegen. Naja, vielleicht einige Male zumindest. Das heißt, da wir im Ironman-Modus spielen, werden wir sehr oft irgendwie in der Nähe einer echt großen Station rumdocken und rumdoktoren. Entsprechend, wenn da irgendwas schief geht, ist was schief gegangen und wir haben die KSS zerlegt. Das bringt so ein bisschen extra Nervenkitzel rein. Also, nicht ganz so trivial, wie es vielleicht klingt. Und das Docking ist ja meine persönliche Spezialität und das geht mehr als einmal schief, das verspreche ich euch. Okay, und damit ab zur Show. Viel Spaß dabei. Ein wunderschönes Hallo und herzlich willkommen zurück zum Kerbal Space Center. Wir wollen diesmal unsere schöne KSS, unsere Kerbal Spirit Station, zusammensetzen. Dabei ist mir ein kleines Problemchen aufgefallen. Wir haben nicht genug Monoprop. Beziehungsweise nicht genug Sprit. Mit Sprit meine ich diesmal aber Electric Charge. Weil sobald ich die Raffinerie anwerfe, um Monoprop zu generieren, geht unser Electric Charge drastisch in den Keller. Und entsprechend... Die Bohrer abschalten hilft auch nicht allzu viel, komischerweise. Also müssen wir wohl zuerst, bevor wir am Ende irgendwie ohne Monoprop dastehen, müssen wir zuerst unsere Batterie hochschießen. Wir brauchen ein Batteriemodul, ein Strommodul. Und das werden wir jetzt designen. Ich dachte mir an etwas relativ Simples. Etwas mit vielen Batterien, dicken Solarzellen und das war's. Etwas relativ Simples, wenn ihr versteht. So, ich demonstriere. Wir fangen mal... Moment. Wir fangen mit dem Docking Port an. So. Ein Docking Port. Batterie. Nein. Batterie. 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 Wie viele haben wir jetzt hier? Eine von denen macht 4000 Charge. Wir haben 2, 4, 6, 8. Machen wir 10 draus. Mit 10 hätten wir 40.000 Electric Charge. 40.000 klingt doch gut, oder? So, das müsste reichen. Dann nehmen wir ein Docking Port. Okay. Ein bisschen was strutten hätte ich das gerne. Ich habe ein bisschen Schiss, dass es schlimm, allzu schlimm wackelt. Ah, stimmt ja an. An den. Was ist denn hier los? Warum flimmert das so? An den Dockingport kann man ja keine Struts anbringen. Stimmt, das war ja ein Ding, ne? Okay, dann machen wir Folgendes. Wir bringen die Struts. Ach, hier sind die schönen. Wir machen das so. Ach nein. Wir machen das hier. Auf beiden Seiten. So. Und da oben. So. Okay. Struts. Und zwar von hier nach da, bitte. So. Okay. Und dann ist das übertrieben? Ja, das ist übertrieben, oder? So viel Platz brauchen wir jetzt. Brauchen wir mehr Batterien vielleicht? 40.000 Electric Charge reicht. So, wir brauchen Solarzellen. Solarpaneele, besser gesagt. Und zwar die ganz großen. Wo sind die? Da. Oh. Passt nur eins drauf. Na, vielleicht brauchen wir mehr Elektrik. Mehr Batterien. Wie nehmen wir es mit das Doppelte? Das ist übertrieben, oder? Zwei,
4, 6, 8, 10 Stück. Ja, 10 Stück werden reichen. Wie wär's? Wir brauchen mehr Platz für die Solarpaneele, weil auf die 10 Stück passt ein Solarpanel, also zwei. Auf jeweils einer Seite und das war's dann. Das ist nicht besonders glorreich. Wie wär's mit... Wenn wir das etwas verlängern, indem wir zum Beispiel noch Wohnmodule dran stecken. Wir wissen, dass Wohnmodule praktisch sind, um Kuh zu beinhalten. Da passen 4 rein zum Beispiel. So. Wir können das etwas in dieser Art gestalten. Sollen wir lieber dieses Wohnmodul nehmen? Das große? Das ausgewachsene? Das können wir schon machen, oder? Gibt es dafür einen Adapter oder irgendwas derartiges? Oh, was ist das? Das ist neu! Thermal Control System. A deployable thermal control system consistent of multiple liquid cooler radiant panels. Was ist das? Kann ich das deployen? Nö. Also nicht hier zumindest. Das sieht geil aus. Geil. Was ist das? Radial Panel. Das ist... Ach, das Ding macht einfach nur... Das hilft, Hitze abzuleiten. Geil. Habe ich noch was? Da gab es Updates. Hab schon mehr oder weniger die Hoffnung aufgegeben, dass es da noch großartig neue Teile geben wird. Seht euch das an. Shock Cone Intake. Die ist auch neu. Na gut, die Flügel gab es alle schon. Ja. Ja, die Flügel gab es da schon. Bei Structural haben wir da was Neues? Nö. Nein. Engines? Nein. Fuel? Was ist das? Ah, Monoprop Tank gab es schon. Nein. So ein kleines? Doch, das gab es auch schon, glaube ich. Nichts großartig Innovatives. Nice, damit kann man Hitze ableiten. Und das Ding kann man nicht... Ich will das jetzt ausprobieren. Ich will das jetzt deployen. Kurz... Ah, geht da weg. Geht alles weg. Alles weg hier, komm. Wie sieht das Teil aus? Das Ding ist praktisch so eine Art riesige Hitzeableitung. Wow! Das Ding orientiert sich sogar nach der Sonne, oder? Oder dreht es sich einfach? Ich glaube, es dreht sich einfach. Ja. Es hat einfach einen Spaß daran, sich zu drehen. Nices Teil! Dafür müssen wir ein paar verbauen. Okay, wie machen wir das jetzt? Moment, ich suche einen Grund, warum ich nicht diese Passagiermodule hier benutzen kann, weil die haben 16 Kapazität, ne? Wiegen 6,5 Tonnen. Und die kleinen hier wiegen 2,5 Tonnen. Und haben nur 4. Das heißt, die großen sind einfach besser.
Für 16 Passagiere, aber seien wir ernsthaft, 16 Passagiere kriege ich in so einer Raumstation schon unter. Du sagst nur, wie koppel ich das an, ohne dass Scheiße aufschaut? Bei Structural haben wir nichts Brauchbares. Bei Fuel hätten wir dieses Teil, wo ist es? Das. Das ist so ein Fuel-Dings. Das will ich irgendwie nicht benutzen. Ich will da keine Fuel-Modul mit dem Passagiermodul vermischen. Ja, andererseits, das schaut nicht wirklich spacig aus. Komm, scheiß drauf. Wir machen es, wie es geplant war. Wir nehmen ein Docking-Port. So, weit so gut. Dann nehmen wir diese uneffektiven Kanister hier. Vier Stück. Vier Stück sind 16 Crewmember. 20 Crewmember. So. 20 Crew. Hervorragend. Okay. Dann kommt hier die Batteriestation gleich mit dran. Batterie, bitte. Dran, komm. Geht doch. 2, 4, 8, 10. Okay. 10 Batterien. Und noch ein Docking-Pod auf der anderen Seite. Hervorragend. So, da haben wir jetzt genug Platz für Solarpaneele. Oh ja. Oder sollen wir es mit den Solarpaneelen gleich so richtig übertreiben? Ich dachte mir, wir könnten eventuell etwas derartiges machen. Moment. So. Und da dann die Solarpaneele rechts und links drauf klatschen. Aber ich glaube, das ist... Das wird sauschwer ins All zu transportieren und besonders viel, glaube ich, bringt das auch nicht. Nee, nee, wir nehmen die normalen Solarpaneele. So. Richtig auf die Bullaugen drauf? Nee, machen wir es so. Ja, gut, dann. So. Oh, das wird ganz schön solarpanelig. Um nicht zu sagen, das wird voll mit Solar. Das wird. Okay. Ja, das machen wir so. Ein bisschen tiefer. So. Das kommt hier hin. Ich will das gerade ein bisschen symmetrisch aufbauen. So. Das kommt. Weil hier haben wir eine Überlappung drin, das gefällt mir gar nicht. So. Besser. Mehr oder weniger den gleichen Abstand. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und jetzt kommt der Moment mit den Struts. Und zwar hier einmal. Hier einmal. Hier einmal und hier. Und zwar bitte von hier nach da. So, damit das Ganze ein bisschen stabiler ist. Von hier nach da. Und von hier nach da. Haha. So, okay. Und jetzt dieses Heat Panel. Sollen wir das Large nehmen? Gleich das Große? Dann sollen wir ein paar kleine nehmen. Wir können auch die Radialen benutzen, die man nur so drauf pappt, aber es sieht irgendwie popelig aus. Ich will die ausbaubaren, die ausfahrbaren haben. Die schauen irgendwie viel geiler aus. By the way, wie schwer sind wir schon? Wir sind schon 20 Tonnen.
Die medium-sized. Nein, ich will das große. Oh ja. So ein übertriebenes Kaliber. Genau das will ich. Aber da ist jetzt meine Strut-Konstruktion im Weg. Was ist wichtiger? Wenn ich das einfach so drauf klatsche, dann... Na gut, was wiegt denn das Teil? Eine entspannte Tonne. Das ist nix. Auf der anderen Seite... Wobei, die Struts könnten davon ungestört sein. Wenn ich es minimal nach oben bewege, nur minimal. Ne, das war die falsche Richtung. So. Könnte funktionieren, oder? Oh ja. Das ist die KSS 03. Glaube ich, oder? Die 02er hat man schon. Das war das andere Modul. Lass mal kurz sehen. KSS 01. Refinery. Ups. 02 hat man gar nicht. Tja, dann ist das halt 3. So. Okay. Hervorragend. Wir haben keine Ja, wir haben keine Generatoren an Bord, aber brauchen wir nicht. Was wir brauchen, ist allerdings ein Steuermodul. Irgendwas, womit wir steuern können. Wie wär's mit etwas, was sich wieder absprengen lässt danach? Im Idealfall. Oh, natürlich. Subassembly. Brauchen wir unser 100 Tonnen Lifter wirklich für das Teil? Das Ding wiegt entspannte 20 Tonnen. Ich kann die Mainsail nehmen. Die Mainsail Stage. 20 Tonnen, glaube ich, kriegt die geliftet, oder? Ich habe keine Ahnung. Aber könnte funktionieren. Die wiegt 80.000. Was wiegt die kostet 80.000. Was kostet der 100 Tonnen Lifter? 200 irgendwas. Nein. Mainsail. Die wird reichen. So. So. Ich habe eine bessere Idee. Wir nehmen den 100 Tonnen Lifter und specken ihn ein bisschen ab. Die Mainsail scheint mir ein bisschen antiquiert zu sein. So. Ja, und wir müssen unsere Fairing neu designen. So, Ach, die kann man hier so anklopfen. Ist das schlau? Eher so nicht, oder? Ja, close. Hervorragend. So, die Fairing steht. Das ist an Bord. Hier haben wir einen Haufen Liquid Fuel, das wir wahrscheinlich brauchen werden. Deswegen überlege ich gerade, wobei es schadet, ich will ein bisschen Liquid Fuel nach oben karren. Was auch nicht schaden würde, wäre, wenn wir ein bisschen Monoprop mitnehmen. Ihr wisst schon. Um der Refinery ein bisschen unter die Arme zu greifen. So, und zwar werden wir... Sollen wir die hier benutzen? Ja, benutzen wir die, was soll's. Nehmen wir ein paar davon. Ich dachte so an... Wo können wir die gut positionieren? Ah ja, hier. So. Und entsprechend. Oh, die sind nicht gleich hoch. So, da haben wir 8 Stück. Wie viel? Einer hat 150 Fuel. 8 Stück sind 1200
1200 Monopop, hallo, Buddy. Ich bitte dich. Bei der Gelegenheit könnten wir gleich eine Monoprop. Das wird jetzt übertrieben, oder? Jetzt da irgendwelche Monopropan-Spielchen zu treiben und da irgendwelche Monopropan-Module einzubauen. Das ganze Ding hat nur 750. Also 8 davon sind übertrieben. So viel haben wir gar keinen. Dafür haben wir gar keinen Platz auf der KSS. Wo kriegen wir die denn jetzt unter? Ach, machen wir einfach so hier irgendwo. So. Da trenne ich meine Fuel-Leitung ab. Ungut. Leg mal quer. Direkt unter die Solarzelle. Sehr gut. Okay. So, wenn wir gerade dabei sind, wie sparen... Ach, sparen wir ja nichts an. Schießen wir genauso hoch. Okay. KSS-03. Steht soweit. Bevölkerung leer. Sehr gut. Speichern. Gut. Fallschirme sind da. Check. Müsste alles funktionieren. Sieht ja schon wieder genial aus, ne? Okay. Also gut. Speichern. Und launch. Und so, hier bin ich wieder. Das war's für dieses Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir ein Däumchen hier. Über einen Comment freue ich mich natürlich sehr. Und alle, die es noch nicht abonniert haben, ja, ich würde es mir mal überlegen an eurer Stelle. So, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn wir weiter die KSS zusammensetzen. Bis dahin, viel Spaß noch.